ein super Platz, um so ein Turnier stattfinden zu lassen. Und auch bisher alles super verlaufen, keine Verletzungen, keine größeren Verletzungen, alles super. Einzelne Probleme, oder würde ich jetzt nicht sagen, aber eher schon so hier und dort Rückzüge festgestellt. Aber im Großen und Ganzen ist jetzt hier wieder auch jetzt ein bisschen die Fahrt aufgekommen durch die Turniere, auch die dieses Jahr stattfinden werden oder stattfinden. Dadurch sind wir eigentlich auch sehr zufrieden. Auch die Resonanz in dem U50 Cup ist überwältigend. Wir haben nur leider eine Absage gehabt und somit sind wir sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf vom Turnier und auch die Rückmeldungen an Mannschaften. Uns schon einige Turniere angeschaut und dann ist der Hessische Fußballverband in Person Stefanie Nöten auf uns zugekommen, ob wir sowas mal ausrichten wollen. Ja, und dann haben wir uns das angeguckt, auch aufgrund unserer neuen Anlage hier, die wir hier seit 2019 in Betrieb haben, konnten wir es ganz gut darstellen und so haben wir uns da mal beworben und ich denke, so haben wir dann auch den Zuschlag erhalten. Wir können auf eine große Anzahl von freiwilligen Helfern zurückgreifen. Unsere alten Herren hier sind sehr aktiv und auch vom Vorstand her haben wir das auf viele Schultern verteilt. Insofern ist es relativ gut über die Bühne gegangen. Uns aber im Grunde genommen, die Veranstaltung läuft super. Wir haben also sehr viele Zuschauer hier und es ist eigentlich recht schön und auch trotzdem nicht stressig, sondern sehr gelassen, entspannt. Mein ganz Leben lang, seit dem 10. Lebensjahr, spiele ich Fußball. Egal, als Trainer, Jugendtrainer und, und. Das macht mir halt unheimlich Spaß dabei. Für mich gibt es nichts anderes als Fußball. Sehr
interessantes Turnier, ein sehr abwechslungsreiches Turnier. Mit zum Schluss natürlich im 8-Meter-Schießen, glücklich für uns, Höchstklassics, hat das Endspiel auch dominiert. Aber zum Schluss zählt halt der Sieg und den haben wir geholt und da sind wir natürlich alle glücklich. Und ich bin jetzt zum dritten Mal Hessenmeister geworden bei der Ü50 und es ist immer wieder überragend. Und wir freuen uns jetzt schon auf die Süddeutsche Meisterschaft.